So. Aber es ist wieder so eine ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu die beiden, beziehungsweise die drei von mir. Heute haben wir endlich wieder eine House auf Sweets Box. Hatten wir schon mal, ne? Oder hattet ihr letztes? Ja, ne? Also es regelmäßig kommt immer so ein House auf Sweets in der Box. Regelmäßig, das zweite. Das ist klein, es gibt eine für 25 und eine für 50 Euro. Glaube ich, ne? Wie teuer war die? 25, genau. Genau, die 25 und die große 50, ja. Ja, genau. Und jetzt haben wir hier die kleine drin. Können den ganzen Lachs ja mal rausholen. Ich bin mal gespannt, da wir ja wissen, wie die in etwa aufgebaut sind, ob da wirklich immer das gleiche drin ist oder ob wir da jetzt auch mal ein anderes Zeug drin haben. Das wäre zumindest mal schön, wenn man mal andere Sachen hätte. Ich an den ganzen Kram, Alter. Oh, das ist Goldbild drin. Vom Gewicht her. Ja. Was ist das hier? Wir haben uns gefragt, wo das ist. Das ist quasi Mono. Machen wir den Lachs mal auf hier. Wir haben nicht reinguckt, das ist nur kaputt gegangen. Ich sehe schon was. Achso, ich hatte ein T-Shirt. Ich habe extra geguckt, dass da auch getradet sind. Aber es sind immer andere Sachen drin, weil die hatte ich zum Beispiel nicht. Wie machen wir das jetzt erst? Sollen wir erst rausholen und zeigen, was wir haben? Oder sollen wir rausholen und direkt schon probieren? Rausholen und probieren würde ich sagen, jetzt auch gesagt. Okay, machen wir erstmal so das Unspektakuläre vielleicht. Das Unspektakuläre ist unspektakulär. Was ist das Ritter Sport? Also hat jetzt Rittersport. Rittersport. Das ist Deutsche. Banner Amigo, Crispy Banner. Ja, die haben wir auch bei uns. Voll unspektakulär. Das ist echt nicht unspektakulär. Nicht erraschen. Die kriegt hier jeden zweiten. Supermarkt. So, Rittersport ist eigentlich praktisch, weil ich finde, das sind so Größen, die kann man durchaus mal zwischendurch mehr essen, weil... Das stimmt. Ja, Geruch kann man jetzt nicht verstehen. Ja, schokoladig halt. Schokoladig, ja. Fisch wie Banane. Fisch wie Banane. Das finde ich nicht schlecht. Das schmeckt eigentlich was nur nach Banane irgendwie. Mhm, Schokolade und nach Banane. Schmeckt gar nicht nach Crispy. Ja. Ja, doch, irgendwas ist da drin, ja. Irgendwas. Das sind wahrscheinlich so Banana-Crisp oder so. Ja. Davon gibt es doch auch so Cornflakes. Was ist denn da eigentlich abgebildet? Das ist schon eine Banane abgebildet, oder? Ich muss das jetzt auch zu stellen, tut mir leid. So ein ja, Banane tatsächlich. Eine Banane. Ja, du kannst. Und ein Zucker. Ich muss sagen, ich war dann mit unregelmäßig in der Sportart. Ich esse eher so, weiß nicht. Ich bin auch nicht so der Schokoladenesser irgendwie. Ich auch nicht, ich mach das nicht so gerne. Wollen wir das trotzdem bewerten? Ja. Ja, können wir machen auf jeden Fall. Banane geht immer, ich finde Banane ist echt lecker. Ja, ich liebe Bananen auch. Ich auch. Ich sag 9 von 10, ich finde die richtig gut. Die würde ich mir sogar reinschrauben. Ja, ich würde sagen 7. 7 von 10. Ich würde 8 sagen. 8 von 10. Wir können ja mal gucken, auf was den Warenwert bekommen. Das haben wir ja noch nie gemacht. Oh, das hat er noch nie gemacht. Oder? Oh, das ist Rechner smart. Oder so. Was kostet man eine Packung Ritter Sport? Boah, was kostet so eine? Ob wir überhaupt auf unseren Warenwert kommen. Hinterher, wir haben nur einen Artikel für 10 Euro oder so. Machen wir. Das ist natürlich geil. Alter. Soll ich rausholen oder will? Wollen wir uns abwechseln? Mach der Korb. Was ist das hier? Oh. Sauer, das ist ein lauter Zeug. Strawberry Extreme Sour. Strawberry. Weiß ich mir so nie kaufen. Aber das ist Dip and Shake. Oh Gott. Stark. Das ist ein Lolli. Wow. Was ist das? Das ist ein Lolli. Oh. Voll lang war ich das einfach nur so ein Zuckerding-Lolli. So ein Traumzucker. Dafür so eine fette Packung. Und ein bisschen Pulver hier. Oh, Junge. Ja, das ist Pulver. Wie teuer ist denn so eine Scheiße? Hab ich denn 2 Euro? Ah, ich rechne mit 1,40. Ich weiß nicht warum, aber das sieht mir aus wie 1,40. Was soll ich eintragen? Ja, kipp auf die Hand oder so. Oder wir legen es auf den Tisch und dann... Also bis jetzt, bin ich ganz ehrlich, bis jetzt ist es noch nicht so rosig, ne? Mit einer Packung deutschen Ritter Sport und... Oder? Deutscher Rittersport. Oh, der Kork hat 4 bekommen. Oh, geil. Jetzt kannst du nicht machen, Alter. Aber riech mal. Riechen tut das schon mal ziemlich gut, finde ich. Ich bin so schlecht drin. Oh, ist das sauer! Boah. Boah, geil. Boah, schmeckt mir. Ist gut, ne? Also ist auch geil. Machst du saures Zeug voll. Dass mal so ein Produkt, was auch mal extrem sauer ist, nicht wie Rockstar zum Beispiel, was mal gar nicht sauer ist, das ist so traurig, ehrlich. Die Blüte fällt mir nicht. Gut, Traubzucker stellen wir jetzt voll im Zeug nach Traubzucker halt, ne? Ja. Aber ein Schützer passendes. Das ist auch irgendwie geschmacklich, hat das nicht so viel. So, achso, Bewertung. Ich sag. Also es schmeckt gut, aber es ist halt so, weiß ich nicht. Es ist schon das, was es verspricht. Ich würde auch sagen, 7 von 10. Ich hab 6. Ja.
Es ist nicht spektakulär gewesen. Also es ist mich das hier noch nicht um. Da muss mehr kommen, Leute. Da muss mehr kommen. Was haben wir hier? Cowtails. Mu. Oreo ist ja an sich eigentlich doch schon eine sehr bekannte und beliebte Marke. Ja, auch bei Cornell, glaube ich. Das kann was richtig Geiles sein. Das ist so. Oh. Ist das so? Ist das so? Ist das so ein Kaubonbon? Also ja. So ein, echt? So Ballaballa von Haribo. Boah, ich weiß auch nicht. So Dinger, die du am Jahrmarkt kriegst, die so lange Schlange. Ja, genau die meine ich. Kaum so, ich weiß nicht. Hundefutter. Ja, aber Schokolade riecht ein bisschen schokoladig. Riecht wie Oreo, finde ich. Boah, das gefällt mir, das mag ich. Aber es hat Konsistenz wieder. Kriegst du ein bisschen. Schmeckt ein bisschen so nach diesem, kennt ihr diese billigen Schokobrötchen? Schmeckt so nach so einem Schokobrötchen, finde ich. Mhm. Stimmt. Nur mit der Konsistenz von so einem Haribo-Kram. Ja. Ja. Schaut drauf auch. Kennt ihr von Haribo diese Mixtüten und da sind immer solche kleinen. Die sind auch so Sandwiches, diese Lakritz-Dinger, diese bunten. Ja. So ist die Konsistenz. Ja. Absolut. Chewy Caramel Wave with Oreo Cookie. Und man schmeckt sehr gut, dass das Oreo ist. Ja. Finde ich. Ja, das mag ich. Das ist immer für zwischendurch oder so. Ach, hier ist ein Euro, ne? Ja, würde ich auch sagen. Euro. Mehr wie ein Euro wird das Ding nicht kosten. Nee. Also ein bisschen, wenn man den scheiß Warenwert an. Der ist bei 4 Euro fast. Ja. Ich sag 10 von 10. Ich finde das Ding absolut arschmies geil. Mhm. Ich finde die Konsistenz so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich würde tatsächlich wieder bei einer 7 bleiben. Ja? Ich habe bis jetzt alle mit einer 7 bewertet. Ich sag auch 7. Aha! Der Kork! Jan-Jan! Das sind solche, warte mal. Das ist wie dieses Nutella to go oder Mikado, ja, mit so einem Dip halt, so Schokoladendip, ja, und Erdbeere. Das ist Nutella to go, ey, jetzt hat jeder seine Kinder genau. Früher. Mit Erdbeergeschmack, aber voll geil. Mhm. Ah ja, Erdbeere und Schoko. Wow. Das finde ich total geil. Muss natürlich dementsprechend auch weich sein, weil sonst wird das jetzt knüppelhart ist. Da wird der schwer. Ich denke, das wird weich sein, ja. Okay, was probieren wir als erstes? Ihr habt hier die Scheiße da rausgekriegt. Steht da überall Frosch drauf? Nee, guck mal, es sind andere Motive drauf. Guck mal, ich hab einen Frosch. Beware of Frog Lies. Amphibien. Fox. Ich hab Golden Egg. Verschiedene Tiere. Ich würde sagen, erst Schoko, oder? Das ist so. Okay. Aber schon weich, ne? Ja, aber geht so. So sieht aus wie Scheiße aus. Sieht aus wie Scheiße. So. Oh, okay. Oh, er hat schon drauf geballert. Okay. Ja, man muss auch mal schmecken, oder? Die duften voll, diese Sticks. Ich finde die Schokolade aber so ein bisschen lasch. Also, weiß ich nicht. Irgendwie schon, ne? Aber ich finde, die hat einen höheren Haselnussanteil, finde ich. Kennt ihr diese, wenn ihr Nutella habt, diese günstigeren Varianten von Nutella? Das schmeckt wie Hanuta, finde ich. Stimmt. Diese No-Name-Geschichten. Ich finde, das schmeckt einfach wie Hanuta. Stimmt, ja. Das beides in Kombination mit der Schokolade schmeckt wie Hanuta. Ja. Stimmt, ja. Finde ich, total. Hier sind so ein. Ja, Erdbeere ist viel weicher. Mich würde gleich mal interessieren, aus welchem Land das ist. Ich glaube, das ist Holland. Wegen Maggie da dabei. Ich weiß es nicht. Nee, das könnte auch. England. Die Erdbeere ist eigentlich ganz lecker. Oh ja. Okay. Das geht sogar. Ja. Auch an sich ein ganz geiles Produkt. Kannst beides zusammen, also mischen halt, ne? Erdbeeren schmeckt übel geil. Ich finde das auch nicht mal schlecht, obwohl ich Sachen mit Erdbeeren schmeckt eklig finde. Ja. Auch 1,50? Ja. Ja. Was geben wir dem? Ich würde sogar 8 sagen, 8 von 10. Ich sag 10 von 10, weil ich finde das extrem überzeugend. Ich sage 9. Warum? Keine Ahnung, ich sage aber 9. Das haut jetzt ein bisschen raus, weil es mal was anderes ist, aber die anderen Sachen sind total. Habe ich auch noch nie. Also Nutella to go, dieses Ding, das habe ich noch jetzt. Aber in Kombination, ja, aber die anderen Sachen kriegst du überall. Ja. Ich finde es geil, dass Strawberry mit dabei ist. Das ist eine richtig geile Kombi. Starke Kombo. Was sagt, haben wir noch vor uns? Warum kriegt ihr immer so Scheiße? Oh geil, noch mal sauer. Nur ein paar Kügelchen drin. Darauf freue ich mich jetzt sehr. Der Hirsch. Der Kork. Aber steht hier Geschmäcker? Ja. Also ich habe jetzt alle einmal. Lemon.
Green Apple, Watermelon, Black Cherry und Blue Raspberry. Ich krieg auch kurz die Kamera. Wir probieren es aber nicht alle, oder? Nein. Doch. Ja. Ich habe jetzt einfach mal grün, lila, rot, gelb und blau. Wie viel gelbe hast du? Ein gelbes. Grün? Habt ihr grün? Ich hab grün. Boah. Ich weiß nicht, ob man alle wirklich... Boah, sind die sauer. Voll lecker Apfel. Also, ja, oder? Das ist geil. Erst übel sauer, dann mega süß. 1,40 mache ich jetzt mal. Oh, lila ist geil. Das ist schon mal lila, ne? Der ist nicht so sauer, finde ich. Oder man gewöhnt sich dran. So, lila ist fertig, dann nehme ich jetzt blau. Wie findet ihr lila? Lila war ganz gut, ja. Ich finde, es schmeckt alles gleich, weil es dann alles sauer. Lila wurde schneller süß. Aber blau ist extrem sauer. Ja, gleich sauer. Obwohl, blau nee, ist lecker, Apfel blau ist lecker. Aber blau ist schon lecker, weil der Geschmack ist relativ schnell wieder weg, finde ich. Gelb ist richtig sauer, glaube ich. Dann machen wir mal rot. Das Watermelon, lol. Voll Chili-mäßig so, schmeckt erstmal voll Chili. Aber dann kommt Kaugummi. Hä? Erst Chili und dann, wenn das saure weg ist, kommt Wassermelone. Ja, aber das ist noch schnell. Und dann. Oh, aber erst so ein bisschen Chili-mäßig. Also mit dem sauren Grün. Grün, hä? Haben wir noch einfach. Und das mir am Anfang. Ah, ich hab jetzt Geld. So. Ich hab Geld. So, jetzt kommt Endlevel. Was boah, ich hab ein Ja, Zitrone halt, ne? Schmeckt ein bisschen wie Center Shocks. Ja. Mhm. Ah! Oh. Schmeckt wie so ein. Boah, Alter! Schmeckt wie so ein Ricola. Bonbon. Schmeckt wie Rohreiniger. Oh ja, Geld war schon. Extrem. Aber auch schnell wieder weg. Welcher schmeckt denn euch von denen am besten? Ich glaube, der Blaue tatsächlich. Raspberry war geil. Ich fand Wassermelone ganz gut. Auch, ne? Erst durch dieses erst hast du so ein bisschen Chili-Geschmack und wenn das weg ist, hast du Wassermelone. Für mich schmeckt die immer alles gleich. Ja. Oh. Was geben wir der ganzen Sache? So Spaßfaktor, es ist schon extrem sauer. Mhm. Und es macht schon Spaß, sich da durchzuprobieren. Also ich würde schon sagen, 8 von 10. Es ist schon geil, es ist auch lecker. Man darf halt nicht zu viel essen, weil man das einfach will. Aber ich würde, glaube ich, auch 8 sagen. Ja, bin dabei. Aber ich finde, die können das mit dem Saueranteil ganz gut eigentlich, wenn du so die deutschen Produkte. Das ist Whisper Gold. Das sieht was für ist mich, das? Das sieht für mich aus wie ein Twix. Oder Candy? Irgendwas Karamelliges. Ich bin dafür, ich hole mal ein Brettchen und ein Messer, damit wir die Scheiße schneiden können. Okay. Ich mach mal auf, ja? Mach mal auf, Babes. Jetzt musst du gleich mal die Kamera zeigen. Das klingt ja volles Rohr. Das ist ja. Das ist bestimmt schon geschmolzen. Ich schwöre. Junge. Wenn du so eine Packung aufmachst, dann landet die dir direkt im Müll, ey. Guck dir mal an, wie die Packung aussieht. Voll ekelhaft. Das ist schon so richtig am Schmelzen und so richtig kleben. Jetzt wäre erstmal so ein. Oh, boah, das sieht so ekelhaft aus, ne? Das sieht so ekelhaft aus. Ja, schneid halt noch weniger ab. Boah, das sieht schon so ekelhaft aus. Oh, mir ist ein bisschen schlecht, wenn ich das so angucke. Okay. Oh, Bett. Danke. Ich krieg's nicht mal vom Brett runter. Boah, was ist denn das? Warum sieht das denn nicht aus? Ja, du musst das jetzt essen. Das sieht so ekelhaft aus. Mhm. Oh, mal ganz ehrlich. Dieses Karamell ist nicht in dem Dings drin. Das ist nur drumrum. Das soll so sein. Warum? Was ist denn das für ein Scheiß? Die Konsistenz wie so festgewordener Kuchen, aber ich würde gerade sagen, schmeckt wie so ein Kuchen, ne? Wie so ein dursiger Kuchen. Ja, so ein Weinhagerer Kuchen mit Kornel dran. Boah, aber finde ich gar nicht. Also, ich finde es jetzt gar nicht mal so eklig. Das sieht eklig aus, aber es schmeckt halt gar nicht gut eigentlich. Also, ich sag mal so, schmecken tut er echt okay, finde ich. Ja, aber ich schmecke da fast kein Karamell raus. Also, weiß ich nicht. Ist halt nicht drin, sondern ja, drum. Ja, und das verteilt sich dann halt an der ganzen. Ja. Verteilt sich halt echt beschissen. Das verteilt sich an der Verpackung oben. Also bleibt ja alles kleben. Vielleicht die ganze Packung essen, ja. Ich rechne das jetzt mit 90 Cent. Einfach. Geschmacklich würde ich sagen 7 von der Umsetzung her. Keine Ahnung, voll beschissen würde ich 2 geben. Voll beschissen. Ja, bin ich bei dir. Um Robin zu zitieren. Ah, oh, perfekt. Also rein von der Umsetzung her ist das jetzt nicht so geil gemacht, ne? Weil das ist halt alles voll mit Karamell und das kann doch kein Mensch essen. Und rein geschmacklich ist das eine 7. Ja. Was haben wir hier? Oh! Geil! Rein Karamell, ja. Ja.
Kleinkaramellblond. Jetzt so im Supermarkt kaufen. Also schon wieder Karamell. Ja, vor allen Dingen ist es auch wieder so ein deutsches Produkt. Ja. Mehr oder weniger. Nestle, ja. Ja. Ist das jetzt deutscher Text? Nein, das ist polnisch. Aber das gibt es trotzdem schon in Deutschland. Ich rechne gleich mal mit. Das sind, das sind so niedrigpreisige Artikel, die mir aufgefallen halt, ne? Ja, weil es halt dadurch viel ist. Aber man sieht zumindest auch schon mal das Innere. Das ist eigentlich ganz ja, das sieht halt aus. Für dich? Ah, wollte gerade sagen, der Korb macht das schon. Guck mal, der Korb. Oh, das sieht voll gut aus. Mhm. Oh, der ist gut. Schmeckt ein bisschen wie ein Salted Caramel, so ein bisschen, ne? Ja. Aber ich mag das. Doch, 10 von 10. Da habe ich nichts. Ja. Da würde ich auch jetzt 10 von 10 sagen. Wie du? Da geht man nichts gegen anzuwenden. Aber großen Prozess, wer ist jetzt dran? Der Korken. Ja. Soll ich wieder? Ich mache mal wieder. Die Nerds! Nerds! Nerds. Die Nerds! Oh, gleich haben wir was von. Watermelon and Cherry. Oh, mal gucken. Wie geht das auf hier so? Ah, hier oben. Ich zerstöre das. Hä? Ach so, an der Seite auch. Moment. Er ist auf jeden Fall out. Boah, die sind aber klein. Ja. Ah, ich hau mir direkt. Oder wollen wir erstmal eins probieren? Ja, ich würde eine Farbe. Erstmal grün oder? Rot? Grün, mach ich krass. Grün, ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, das schmeckt so ein bisschen. Apfel irgendwie. Ja. Ja. Süßer Apfel. Candy Apple. Hm? Das ist nun gar nicht. Also Umsetzung scheiße. Direkt. Boah, der wird richtig geil. Mhm. Weißt du, Cherry hat irgendwie so was Rauchiges? Mir eigentlich kein. Ich finde, also es ist nicht so streng wie eine echte Kirsche. Mhm. Aber ich finde, du schmeckst da schon irgendwie etwas raus. Mhm. Aber irgendwie anders. Schwer zu beschreiben, die Kirsche. Tja, Wassermelone. Würde ich sagen, eine 3. Kirsche würde ich sagen. Den neuen macht zusammen. Sieben. Hätte ich mich jetzt auch angeschlossen. Ich bin Kirsche überzeugender als Watermelon. Da gibt es ja noch andere Sorten von. Ich möchte mal andere Sorten von Nerds probieren. Ich esse die ganz gerne, weil die lassen sich leicht zerkauen und die machen halt voll süchtig. Ja, total. Ja, ich kann mir eine Hand voll in der Hand. Ich könnte mir das jetzt. Ja, ich könnte das jetzt auch alles reinschroten hier. Ich würde Wassermelone 4 geben, schmeckt gut, aber es schmeckt halt nicht wirklich nach Wasser. Nur Kirsche, also rein von der Umsetzung her. Ich mach das jetzt nicht die ganze Zeit. Tut mir leid, Robin, das ist 10 auf 10. Entschuldigung, es tut mir leid. Dass ich assoziiere das immer. Ich mach das immer. Ich mach das. So, was jetzt? Ich möchte jetzt die hier mal machen. Okay, wie geil. Die ganze Zeit auf die Chips-Tanne sein? Schon. Das soll so eine Pommes sein. Ja, genau. Ja. Das sind so Crunchy Fries, Corn Snacks, Cork Snacks. Aus welchem Land sind die? Aus Corkstadt? Ich war ein Kork. Jetzt hier eingeblendet. Es ist so extrem heat baked, also die sehen auch sehr scharf aus tatsächlich. Ja. Die sehen schon, ich glaube, die werden jetzt auch richtig krass. Die sehen schon ziemlich lecker aus. Wie viele Gramm sind denn da drin? 127,6 Gramm. Okay, das ist so eine kleine Frage. Stopp! Ja. Nerds, wie viel rechnen wir die an? Achso, mit Geld, ja. Nicht so viel. Auch ein, also so eine kleine Packung. Selbst im Port sind die nicht so teuer. Auch 1 Euro, ja. Sicher, weil ich glaube sogar passt, dass die bei 3 Euro liegen. Die kleine auch? Ja. Dann macht 2. Sicher, sagen wir machen 2 draus, okay? Ja. Können wir alle mit leben? Ja, müssen wir ein bisschen den Warenwert mal ein bisschen gegenrechnen, ne? Dafür wird das hier umso teurer. Das wird, denke ich, auch umso teurer. Können wir mal 3 reinmachen? Ich denke 3. 3? Ja, warum? Ja, doch. Vielleicht so 2,79 oder so. Genau, hätte ich es auch gesagt. 2,79, 2,99. Ui, lecker. Und riecht richtig geil. Er kennt das schon wieder. Er kennt nur den großen. Weißt du, wie das riecht? Ja, wie denn? Wir haben letzte Woche Eier gefärbt. Das riecht genau wie die Farbe von den Eiern. Die riechen ganz schön streng. Boah, werden die Hühner ganz voll geil. Takis. Boah, die riechen einfach so nach alten Frauen. Weiß. Mhm. Oh, aber irgendwie. Ui, gut. Und keine Ahnung. Die setzen sich aber schon in die Nase ab, wa? Nee, also ich finde so dieser scharfe Geschmack setzt sich so richtig hier im Gaumen ab. Und aber wenn du die so isst, also
wenn du die unterschluckst. Aber wenn ihr davon mehr isst, ich finde so der Geschmack ist voll geil. Und diese gewisse Teil. Ja. Der Koch. Die Schärfe finde ich auch nicht schlecht. Gut, ist ein bisschen. Ist ein bisschen scharf halt, ne? Findest du? Ich aber gar nicht so scharf. Nicht also, nee. So wie das hier darauf verspricht, finde ich null. Guck mal, das ist wie diese, kennt ihr diese Mais-Sticks aus Polen? Ja. Nur mit, also mit Chili halt. Ja. Ja. So Kuchen, ne? Ich sag mal so, wenn du Schärfe geil findest, dann kann man sich durchaus mal holen, ne? Zum Snacken so. Frag nach. Würde ich auch sagen. Ist das eine halbe Packung könntest du davon nicht essen, weil irgendwann hast du es. Irgendwann hast du Durst. Ja. Im Getränk ist aber leider auch ein Getränk ist da drin. Vielleicht können wir mal nachspülen. Ich wollte sagen, wollen wir nachspülen? Oder? Irgendwann machen wir Babes nach. Oh ja. Also, was haben wir? Coca-Cola Cherry Vanilla. Halt oh, noch nie getrunken. Geil. 1,50. Kostet 1,50, das weiß ich. Ach, die kommt, ne? Wo geht's los? Wo gibt's denn sowas? Ich meine, man kennt ja vieles, aber Vanille und Cherry zusammen in einem. Wobei Dr. Pepper Vanille ist ja, Dr. Pepper ist ja Kirschcola mit Vanille. Könnte man auch selber sagen. Aber von Coca-Cola? Hab ich noch nie gesehen. Es gibt ja auch Mango. Ah, irgendwas. Robin kann. Lieblings. Ich lüge nicht. Das ist. Ich weiß nicht, kann das nicht. Ich hab Dr. Pepper Vanille. Riecht eigentlich nur nach Kirsche, nur nach Dr. Pepper. Ja, ich riech auch nur Vanille. Riecht halt noch Dr. Pepper Vanille. Ja. Sieh auch so. Ihr sollt wahrscheinlich auch so sein und das schmecken. Schmeckt aber doch ein bisschen anders. Haus aus süßer sein, Haupt ist in Salzgitter. Lol. Schmeckt aber mehr Vanille als Cherry. Aber schmeckt, ja. Also schmeckt ähnlich wie Dr. Pepper mit Vanille, aber anders. Ja, wobei ich sagen muss, ich könnte jetzt nicht sagen, welche ist, wenn ich beide trinken würde, dann wüsste welche ist. Ich finde, die hat mehr diesen typischen Coca-Cola-Geschmack. Das hat Dr. Pepper nicht. Yes. Überraschung. Also man schmeckt schon, dass es halt eine Cola ist, mit ein bisschen Vanille drin, ein bisschen Kirschgeschmack. Wobei der Kirschgeschmack echt nicht so. Naja, finde ich, der geht voll unter irgendwie. Also, er ist da, aber er ist halt nicht so. Okay, ich würde jetzt. Wüsste nicht, dass das drin ist, würde ich es nicht rausschmecken. Nee, ich auch nicht. Ich finde, der Vanillearoma ist auch nicht so. Also, da haben wir schon geilere Getränke gehabt. Das ist echt. Ich meine, es ist 1300 circa, was wir uns reinballern. So krass. Würde mir das wahrscheinlich, wenn ich das so sehe, dann würde ich das wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, weil ich eher was anderes nehme. Ich würde auch so sagen. Ja, 5 von 10 würde ich sagen. Finde ich auch nicht so erfrischend. Mhm. Nee, auch wenig, Kohlensäure, ne? Also die Kohlensäure ist auch nicht so. Mhm, stimmt. Ja, aber vielleicht liegt es auch wieder daran, dass sie jetzt schon wieder so lange gelegen hat und so, keine Ahnung. Du hast gesagt 4, ich 5, du? 5 drauf. Bis jetzt eigentlich das Schlechteste, was wir bis jetzt bewertet haben. Ja, und das ist eine Coca-Cola. Das ist traurig. So der Kork. Ich mach mal wieder das Unspektakulärste. Echt? Ich kann den nicht reingucken. Tabelgum. Aber es ist was anderes. Nee, Tabelgum, das ist. Tabelgum gibt's nicht in Deutschland, oder? Doch. Es sieht so ähnlich aus. Immer mal im Freibad. Im Freibad gab's auch ja, was sieht so ähnlich aus. Aber war das nicht was anderes? Ja. Da war doch nicht so ein komisches. Nee, aber das hieß auch Tabelgum. Aber die haben wahrscheinlich das Design geändert. Boah, ich hab das so lange nicht mehr gehabt. Das ist super. Das ist eklig. Lol. Der Kork. Ach, oh, das ist viel das klebt voll. Ja, mein Gott. Das sieht so dämlich aus. Oh, ich hab das besser in Erinnerung. Das klebt voll die Scheiße. Ein Euro? Ne, günstiger. Glaub ich. Sicher? Weiß ich nicht. Ich würde sagen Euro, weil ich scheiße klebt, Alter. Aber ich finde, Tabelgum schmeckt immer wie Hubba Bubba so ein bisschen. Dieses Pinke halt. Diese pinken Klötze. Ist so voll weich, ne? So. Von Chupa Chups. Diese erst Zuckerwatte und dann wird es zum Kaugummi. Ja. So ist das. Ja. Boah, Bewertung. Ich finde es nicht so gut, 3 von 10. Ja, meine Mama. Also mich regt es mir auf, dass die Scheiße so klebrig ist, ne? Der Kork ist direkt. Klebt voll, die Scheiße. Haben wir bewertet schon? Achso, ja. Ich hab 3 gesagt. Du hast auch 3? Ja. Snickers Peanut Brownie. Oh, geil. Boah, der ist mit schwarzer Schokolade. Der Kork fällt immer um. Den rechne ich mal mit 1,30 an, oder? USA, ja. Ja. Wie viel hast du jetzt berechnet? Ach, hast du noch gar nicht. Hier, du hast eine eigene. 1 Euro. Mach ich 1,10. Guck mal, wenn man so aufschneidet, dann hat man oben so eine Karamellschicht und dann alles unten ist Brownie mit bisschen Peanut. Ja.
Das sieht cool aus. Das will ich. Ja. Der Hirsch. Boah, das ist ja geil, ne? Also. Oh, das ist richtig geil. Das ist weich. Normalerweise hat man auch nicht mäßig. Normalerweise hat man es ja immer so, dass Snickers über die Klebe ist, ne? Kannst weichen. Ey, die Konsistenz ist mega geil. Mhm. Normalerweise ist Snickers immer viel zu klebrig. Aber es geht. Den mag ich. Mhm. 10 von 10. Der ist extrem geil. Ehrlich. Boah. Würde ich auch sagen. Wenn man die Wahl der Qual hätte und einen Snickers haben möchte, also man, wenn er den findest. Hast du gerade mit Absicht gemacht? Nimm ihn dir. Das würde auch 10 sagen, ja. Schon. Ich habe da auch 10. Okay, noch. Das muss das einnehmen. Nee, ich habe zwei Sachen drin. Schokotafel. Wie ich das gesehen habe. Hershey's mal wieder. Oh! Cookies and Mint. Ich glaube, wir kommen echt nicht auf unsere 25 Euro. Das ist unter Warenwert. Das ist ja echt scheiße. Haben wir zu rechnen. Hirsch ist rechnen mit 1 Euro an. Boah, riech mal. Boah, das ist hier so richtig. Boah, ist das das? Minze, oder? Ja, ja, guck mal. Ja, After Eight. After Eight, ja. After Eight, ja. Mhm. Aber da war ein bisschen Minze durchkommen. Mhm, jetzt also so langsam. Boah, doch, Minze, ja. Ah. Finde ich gut. Oh, ich mag das richtig. Also wenn man das mag, das ist es richtig geil. Boah, das schmeckt richtig wie After Eight, wirklich. Diese kleinen Kugeln, so schmeckt das voll crunchy. Ja, hast du recht. Den Minzgeschmack finde ich jetzt auch nicht zu extrem. Nicht so wie bei After Eight. Da ist der echt extrem übertrieben. Aber es schmeckt trotzdem wie After Eight, nur etwas... Etwas sanfter. Ja, so sanfter wollte ich auch erst sagen, ja. Eine Sache haben wir noch. Die habe ich auch schon mal gesehen. Sieht aus wie ein riesiges Verschnitt. Treats Bar, die gibt es doch auch irgendwo. Bestimmt sind es es gibt auch so diese so Nüsse. Heißt nicht Reese's? So Schokomantel. Reese's? Ja. Reese's. Ja, die sehen so identisch aus. Ja, sag ich ja, wir sind Reese's Verschnitt. Aber ey, ohne Witz nach diesem Video, es ist, also was wir hier erfressen, muss man ja schon sagen, ist ja echt abartig. Da ist auf jeden Fall Keks in der Mitte. Mhm. Ja. Was ist da drüber? Karamell? Und das ist nicht eher so Nüsse? Waffel, ja. Karamell. Was ist denn da drüber? Nuss und dann halt Schoko. Ja. Ganz ehrlich, das Ding rechne ich jetzt mal auch mit einem Euro an. Naja, man muss ja auch, hier die Verpackung berechnen, ist ja auch teuer. Ja gut, die 25 Cent Pfand halt, ne? Aber wobei, ich muss sagen, so viel Verarsche ist das dann in dem Fall jetzt halt. Nee, eigentlich nicht, ne? Wir haben aber auch niedrig teilweise angesetzt. Zum Beispiel die Nerds waren, glaube ich, viel teurer, als wir eigentlich gemacht haben. Ja. Und die Warheads bin ich auch noch der Meinung. Ja. Ja, kommt schon fast hin. Ja, also, aber... Ich finde, dieses Treat schmeckt ein bisschen wie Lion. Aber nicht das Weiße, sondern das Normale. Wie fandet ihr denn? Achso, ja, wir müssen erstmal die Bewertung vorbereiten, ne? Durchschnittlich, ja. Mischung aus Lion und Snickers irgendwie. Finde ich jetzt nicht so spektakulär, also 5 von 10. Ist halt normaler Schokoriegel. Ich finde da jetzt auch was Krasseres von. Ich jetzt nicht so. Ich finde den gut, ich sag 7. Finde ich gut. Ich sag 6. Was fand ihr denn am besten? Ich muss sagen, ich fand den Lions geil. Die Nerds und dieses Ding da. Ach, ich fand die Pommes hier, diese Chips, die fand ich eigentlich ganz geil. Und ich mochte die Minzschokolade sehr. Die Minzschokolade auch nicht schlecht. Mhm. Wie fandet ihr generell so die Ausbeute so? An Sachen? Besser als letztes Mal, muss ich sagen. Echt? Findest du? Durch die NS macht wieder ganz viele Onion Rings. Und ja, stimmt. Viel Kleinkram, tatsächlich viel Schokolade, viel Schokoriegel und so. Vielleicht ist bei der größeren was cooleres. Vielleicht müssen wir mal zusammenlegen, alle eine große. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas geil, zu mal so durchprobieren. Weil zum Beispiel diese Nerds-Haare habe ich heute absolut für mich entdeckt. Die hätte ich so nie gekauft. Man müsste mal so regelmäßig jetzt mal so House of Sweets. Kann ja jeder einfach so für Content. Da kann immer was anderes drin sein. Ja, richtig. Ja, durchaus. So, ne? Ich finde sowas immer ganz gut. Ich finde das auch mal, also auf dem Kanal hier jetzt auch. Passt halt voll, ne? Ja, mal so Abwechslung, weil ihr macht halt immer nur trinken und ich bin halt so eine Person, ich glaube, ich finde sowas halt cooler mit so Essen und so. Das und ist einfach trinken. Bietet sich natürlich durch so eine Überraschungsbox an. So an sich, klar könnte man auch, wenn man einfach einzeln so ein paar Sachen findet, kann man die auch kaufen und dann in einem Video machen. Ja. Wäre ja das Gleiche, aber. Ich wäre mal voll für so ein Nerds-Video. Oh, das ist auch cool, ja. Starker Kombo. Ja, aber auch ein bisschen monoton irgendwie, oder? Weil du hast jetzt kein Kugelchen halt. Gut, verschiedene Sorten, aber es ist halt... Was ist denn da mit monoton? Ja, irgendwann wird es langweilig und dann schon diese Kugeln hast du da in einer Tour. Wie lange können wir eigentlich noch aufnehmen?
Ciao, tschüss.